Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Mike hat fast seine 100.000 Abonnenten geknackt und wir dachten uns, wir können nicht nichts machen, deswegen gehen wir jetzt was einkaufen. Ich hoffe, er freut sich. Ich mach das nie wieder. Leute, wir haben es geschafft. Aber es war alles andere als einfach. Dann ist genau das passiert, wovor jeder Angst hatte. Schau, Sam ist komplett von oben bis unten geplatzt. Nein. Wir picken die Null einfach an die Wand. Er hängt nicht gut, aber er hängt. Schau mal, die letzte Null. Sieht aus wie du. Tag 2 der Überraschung. Wir versuchen, den Dreck wegzumachen. Tag 2 und wir versuchen es. Wirklich. Stabil. Mit Acrylpinsel malen wir jetzt die Farbe an. Nie wieder kriegt Mike von mir so ein Geschenk. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese UFOs. Und wenn ihr sie nicht kennt, dann hattet ihr keine Kindheit. Mike zum Beispiel kannte sie nicht und probiert sie jetzt zum ersten Mal. Das ist ekelhaft. Ich glaube, er hat ein Kindheitstrauma. Fuck, das oder ist so. Wie. Ja. Ah, ich habe mir Zitronensäurepulver bestellt, aber wir haben nicht Zeit gehabt, die Packung aufzumachen, deswegen habe ich es mitgegessen. Glaubt ihr, ist das so gesund? Oh mein Gott, es dreht sich um meinen Kopf. Irgendwie wird mir ganz schön schwindelig gerade. Ich finde, ihr solltet zusammen beide ziehen und dann Schnischna Schnappi singen. Schnischna Schnappi, 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 Schnapp. Boah, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ja, du, denk ihr, hat keinen Sauerstoff mehr bekommen für, keine Ahnung, 5 Minuten, während du das ganze Helium reingezogen hast. Was jetzt kommt, dürft ihr bitte nicht zu Hause nachmachen. Oh mein Gott, kannst du mir so einen Stein auf mein Auge kleben? Da auf die Linse drauf. Ich glaub, so geht's. Ja, lass mal mit Kleber ausprobieren. Ohne Kleber ausprobieren. Es ist auf deinem Auge! Ich hätte jetzt vor, auf beiden so. Sollen wir ausprobieren? Oh mein Gott! Oh mein Gott, beide Steine! Oh mein Gott! Ich bin nur kurz eingeschlafen und so wieder aufgewacht. Vor einer Stunde hat es noch gefühlt 20 Grad gehabt. Geil. Nina kommt ja ursprünglich aus Deutschland. Deswegen kennt sie die Wiener Bezirke auch nicht so richtig. Und sie hat einfach ein paar neue Bezirke erfunden. Ich kenne die Bezirke Simmering, Stephansplatz, Margaretengürtel. Gürtel! Was ist der dritte nochmal? Landstraße. Okay. Da wo du wohnst. Vielleicht kennt ihr diese zwei Typen hier. Sie treten heute in Wien im Flex auf. Frag mich nicht genau, warum das Flex. Aber wir gehen da jetzt hin und stürmen die Bude. Wir stehen mitten beim Hero-Konzert und warten darauf, dass sie auftreten. Und Michelle wollte unbedingt die Stimmung anführen. Hero! 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 Leider hat das jedoch nicht so gut funktioniert. Schaltet noch nicht weg, denn nach dem Outro kommt noch was. Sie würde sich sehr über ein Subscribe oder über einen Kommentar freuen. Also macht das einfach. Ihr könnt euch auch wieder umentscheiden und löschen. Kuss an dich. Ich verlieren. Später, Silie, Freunde.